Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte euch mal in einem kurzen Video zeigen, wie ihr das Formular ausfüllt, was wir ja geteilt haben, wo ihr quasi die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die ja oftmals falsch berechnet wird, ja, einfach berechnen könnt und dann auch hoffentlich erfolgreich geltend machen könnt. Bei mir hat es, wie gesagt, schon öfters funktioniert und wir wollen das jetzt eben einer breiteren Masse sozusagen zugänglich machen. Und genau am Anfang müsst ihr einfach das hier alles ausfüllen, eine E-Mail-Adresse und Vor- und Nachname. Ist ja relativ logisch, auch hier einfach die Stadt auswählen, in der ihr arbeitet und den Monat, für den ihr geltend machen wollt. Ich habe jetzt mal den Monat September für dieses Beispiel gewählt, weil das das letzte Mal war, in dem ich krank war und wo ich das auch erfolgreich geltend gemacht habe. Ich werde das hier natürlich updaten, weil man kann aufgrund unserer vertraglichen Ausschlussfristen immer nur für die letzten 3 Monate geltend machen. Also das ist jetzt nur für das Beispiel, aber das wird dann noch aktualisiert. So, die ersten Sachen, die jetzt wichtig sind, wirklich zum Ausfüllen, ist eben, wie viele Stunden hat man verpasst durch Krankheit, und das findet ihr in der Scuba-App. Ich habe hier, wie gesagt, für September mal das Beispiel rausgesucht, da war ich eben am 18. und 19. September krank. Wird hier ja auch angezeigt, immer durch dieses ja, Krankheit einfach. Und hier oben seht ihr eben die Summe an Stunden, die ihr verpasst habt. Das war in meinem Fall jetzt für den gesamten Monat September 2 mal 7,5 Stunden. Macht in Summe 15, also das müsst ihr euch dann selber zusammenrechnen und hier eben eintragen. Als nächstes brauchen wir, wie viele Stunden bereits bezahlt wurden für den jeweiligen Monat. Und dafür brauchen wir eben die Lohnabrechnung. Habe ich hier auch mal vorbereitet. Und das findet ihr eben unter 023 Krankdurchschnitt und dann hier Menge. So, und das ist in meinem Fall eben 8,45. Und jetzt seht ihr natürlich schon, ich war 15 Stunden krank, habe aber nur 8,45 bezahlt bekommen. Da ist schon eine gewisse Differenz und mit der arbeiten wir dann sozusagen auch im Hintergrund weiter. Und als letztes brauchen wir den Faktor, mit der die bereits bezahlten Krankheitsstunden, also diese 8,45 in meinem Fall, eben bereits bezahlt wurden. Und dafür gehen wir auch nochmal in die Lohnabrechnung. Und das ist eben dieser Faktor hier hinten. Ne? Hier oben steht Faktor und hier ist es angegeben unter 0,23. Und das ist in meinem Fall eben 13,32. Und genau die brauchen wir hier auch, 13,32. Und das war es eigentlich schon. Im Hintergrund rechnen wir das dann quasi für euch aus. Wir brauchen sozusagen neben euren normalen Daten, die ihr hier oben einmal eintragen müsst, brauchen wir eben diese 3 Daten. Als letztes brauchen wir noch die eingehende Mitgliedsnummer, einfach aus dem Grund, weil wir diesen Service nur für Mitglieder anbieten wollen. Und wenn ihr schon Mitglied seid, findet ihr das am einfachsten in eurem E-Mail-Postfach. Da müsst ihr einfach die NGG aktuell quasi, könnt ihr hier oben in der Suchmaske eingeben und dann wird euch das angezeigt. Das ist eben der Mitglieder-Newsletter. Und wenn ihr da draufklickt und ganz nach unten scrollt, findet ihr das eben relativ am Ende unter übrigens deine NGG-Mitgliedsnummer lautet. Und dann seht ihr sie eben hier. Könnt ihr dann einfach hier eintragen. Falls ihr das gerne nutzen wollt, aber noch kein Mitglied seid, könnt ihr gerne auch Online-Mitglied werden. Das geht ganz easy auf der NGG-Webseite. Hier unter Online-Mitglied werden. Und genau, müsst ihr hier einfach alles ausfüllen. Jo. Wenn ihr das dann alles eingefügt habt, dann könnt ihr das einfach abschicken. Und wir melden uns dann zeitnah mit einem Anschreiben, was ihr quasi weiterleitet an Lieferando. Und ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schickt ihr einfach eine E-Mail-Adresse und alles Weitere ist dann auch in der E-Mail beschrieben sozusagen. Alles klar, dann viel Erfolg bei der ganzen Geschichte. Wir sind eigentlich optimistisch, dass das alles klappt. Bis jetzt lief es immer ganz gut und wir drücken die Daumen, dass es funktioniert. Bis dann.